Willkommen zurück zu Skolios. Für euch ist es jetzt ein Tag her, für mich eigentlich nur ein paar Minuten. Die Schränke sind abgesperrt. Gut, also, das letzte Mal haben wir jetzt hier das Feuerzeug bekommen, wir haben generell viel erlebt, ne? Aber das Wichtigste ist jetzt für mich, um Ziele abzustecken, die ich jetzt erfüllen möchte oder erledigen möchte. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Hier blitzt und donnert es. Naja, es blitzt nur. Ohne Donner. Ist immer ein Zeichen, dass es weit weg ist. Wir müssen also keine Angst haben, dass es hier einschlägt. Das ist doch gut, denke ich, oder? Ja, das ist gut. Das ist gut. So. Nichtsdestotrotz. Eine Melodie. Woher kommt das? Das macht mir schon wieder Angst. Auf irgendeine Art und Weise. Ich habe das Gefühl, ich sollte erst die Quelle dieser Musik ausfindig machen, ehe ich den Bahnhof weiter erkunde. Eigentlich. Nein. Okay, ich muss die Quelle der Musik ausfindig machen. Wird die denn immer lauter hier? Okay, dann laufen wir mal in die Richtung. Ja. Oh, der Café hat eröffnet. Ja, super. Zum Wohlchen. Ivy, Mensch. Alte Socke, du lebst noch. Ivy, bist du das? Cora, was machst du hier? Ich habe mich verirrt, schätze ich, und nun bin ich wieder hier, obwohl ich dachte, ich hätte es rausgeschafft. Was ist passiert, Ivy? Ich dachte, dieses Ding hätte... Geht es dir gut? Was hat es dir angetan? Dieser gleichgültige Blick, den sie da hat. Aber nicht auf ihrem Face. Ich weiß es selbst. Ich weiß es selbst nicht so genau, warum ich hier bin. Ich weiß nur, dass ich Angst hatte, für immer zu verschwinden. Es ist alles gut. Jetzt bist du ja hier. Ich dachte, ich würde dort drin sterben. Ich konnte es fühlen. Aber jetzt bin ich hier. Und es fühlt sich etwas besser an. Ich schätze, ich sollte froh sein, dass ich noch lebe, aber... Könntest du etwas herausfinden, warum wir hier sind? Nein, ich nicht direkt. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich glaube mittlerweile, dass wir diese Erscheinung aus einem bestimmten Grund sehen. Ich glaube, sie sind ein Teil von all dem hier. Genau wie wir auch. Wie wäre es, wenn wir hier bleiben würden? Wie meinst du das? Nun ja, hier im Licht. Sollten wir sicher sein, oder? Vielleicht kommt dir Hilfe, wenn die Nacht vorbei ist. Ich habe Angst, nach dort draußen zu gehen. Ich will nicht, dass es wieder passiert. Dieses Dunkel breitet sich aus. Sie können überall lauern. Ich bleibe bei dir, Ivy. Ich lasse nicht zu, dass sie dich noch einmal holen. Hab keine Angst. Wir können da nicht so viel dagegen ausrichten. Ja. Danke, Koch. Ich meine, wenn das Böse jetzt da kommt, was wollen wir machen? Die Taschenlampe dagegen richten? Feuerzeug schmeißen? Und wir warten. Oh, das ist ein Radio noch. Weißt du, als ich hier ankam... Da hatte ich das Gefühl, als wenn jemand nicht will, dass ich hier bin.
Als wäre ich unerwünscht. Unerwünscht? Als ich wach wurde, wollte ich nur hier weg. Es war, als könnte jeden Moment etwas Schlimmes passieren. Ich wusste nur nicht, was. Vielleicht weiß jemand anders, was hier vor sich geht. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der wusste, wo ich dich finden konnte. Ein Mann? Er ist hier? Ich weiß nicht so genau. Was, wenn er... Ja. Was, wenn er das Übel ist? Sie sind hier, Cora. Geh zurück, Evie, und bleib im Licht. Nein. Ich könnte auch nice sagen, aber nein. Okay. Wir sind mit einem Feuerzeug bewaffnet. Schmeckt das, du dunkler Schatten? Verschwinde von hier. Ich sagte, verschwinde. Ich zünd dich an, mein Freund. Weg mit dem Dreck. So, Meister Propper wischt dir durch. So. Oh, ey, lass die Kerzen an. Hey, und hier schön mal absausen hier. Du saust dir mal auch weg, danke. Keine Einladung, keine Party, sagt man doch so schön, ne? Du lässt mal hier schön das Kerzenlicht an und du verschwindest mal von hier auch. Genauso wie du hier, Meister Propper. Alles klar. So, wir halten das hier alles. Wir halten das hier hell, ne? So, danke fürs Gespräch. Nein. Keine Einladung, keine Party. Du verschwindest mal von hier und lässt schön das Kerzenlicht an. Danke. So. Aus dem Staub. Hey, hörst du wohl auf hier? Heieieiei. Kennt ihr das? Ihr habt ein Lokal und ihr wollt unbedingt... War ich gut? Cora, ich fühle mich nicht so gut. Was zum Teufel? Okay, mit dem ganzen schwarzen Zeugs in sich drin verstehe ich, dass sie sich nicht gut gefühlt hat. Es ist vorbei. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Es hat ja doch alles keinen Sinn. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Was ich auch versuche, es gibt einfach keinen Ausweg. Vielleicht ist es besser so. Besser aufzugeben. Warum weitermachen? Wofür sollte es sich lohnen? Oh... Zimmer 1408, oder? Mit dem Express-Checkout. Was? Und tschüss, Geigen. Ein Blatt, aber... Da haben wir den kleinen Anthony. Anthony. Und die kleine Evie. Evie, es tut mir leid. Hey, wir haben getan, was wir konnten, Cora. Ich wünschte, ich hätte euch helfen können, aber ich war nicht stark genug. Aber es ist, als wenn ihr noch hier seid. Ich kann es fühlen. Was hat das zu bedeuten? Wow, ist das schön. Nein, ich werde nicht aufgeben. Drücke Enter, wenn du bereit bist, fortzufahren. Okay, wir genießen das jetzt kurz für einen Augenblick.
Zum einen, weil ich mal wieder die Musik einfach großartig finde. Aber das habe ich jetzt mittlerweile ein paar Mal erwähnt gehabt. Zum anderen, jetzt guckt euch einfach mal dieses schöne Szenario hier gerade an. Diese Harmonie, die einfach hier so aus dieser kleinen Szenerie hervorgeht. So mit diesen ganzen Bäumen da und der Wiese. Das ist einfach schön. Außer diese paar kleinen Blätter, die so entlang wehen und dann so ausfaden. Das ist einfach Liebe zum Detail. Das ist zum Beispiel bei Cryo 4 oder auch bei Amnesia nicht so stark, aber bei Cryo 4 kommt das auch manchmal ganz stark rüber, dass du diese extrem... Wobei Cryo 4 hat das gar nicht so oft, aber Cryo 4 hat das für einmal extrem, dass du in so einem dunklen Schacht bist und so alles so bedrückend und so gefährlich ist. Und dann bist du in diesem ruhigen Dorf auf einmal, schwimmst dann mit deinem Boot über den See. Ich muss unbedingt Cryo 4 mal wieder spielen, wo alles so hell ist und fröhlich. Und das ist so dieser entspannte Moment nach diesem riesigen Stress. Und bei Amnesia ist das nicht so krass wie jetzt hier oder bei Cryo 4, aber dafür öfter halt so, dass du diese gefährlichen Bereiche hast, die wirklich so bedrückend sind mit Monster, tralala. Und dann diese entspannten Räume, wo auch entspannte, so richtig, auch wie hier, schöne, ruhige Musik läuft. Wo man dann kurz mal so durchatmen kann und dann auch wieder ein paar Rätsel lösen muss. Ach ja. Ich will gar nicht weitermachen. Wir nehmen jetzt noch eine Stunde lang so auf. Das sind jetzt dann nochmal so 4 Parts oder so, wo ich einfach nur hier da sitze und drüber rede. Ah. Aber großes Lob an der Stelle, dass es möglich ist, hier einfach ein bisschen zu chillen quasi. Ah, schön. Ich mag das hier halt wirklich. Auch so wie das alles hier so zeichnerisch umgesetzt ist. Ich zeige jetzt hier mit den Fingern so ganz wild herum und ihr seht das zwar in der Kamera, aber ihr seht ja nicht, wo ich jetzt hier auf meinen Monitor hin zeige, aber ja. Okay, egal. Müssen weitermachen. Hilft alles nichts. Wir sind bereit. Seid ihr auch bereit? Pausiert. Nehmt euch kurz ein Kalt- oder Warmgetränk eurer Wahl. Und mir ist auch ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Wir haben noch was zu erledigen. Okay. So. Wir können hier jetzt diese Kerze anzünden. Dann haben wir einen weiteren Safe Room. Jetzt ist das... Nein! Ich habe doch meinen eigentlichen Safe Room noch nicht. Ach, Manu. Ja gut, wahrscheinlich konnte ich da die Kerze nicht anmachen, weil es eh zu nass war. Aber egal. Okay. Moment mal, ist das Radio der Grund, warum hier Musik läuft? Ist bei jedem Safe Room Radio da? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Wenn ja, das wäre ja großartig, wenn das quasi die Musik jetzt nicht einfach nur so in der Welt erscheint, sondern wenn es immer einen logischen Grund dafür gibt, dass Musik läuft. Logischerweise wäre es jetzt der nächste Schritt, da links entlang zu gehen. Weil die Tür hatten wir noch nicht. Dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zu dem Modell Club, wie auch immer. Aber ich will jetzt mal kurz zum einen Richtung Telefon laufen und gucken, ob das geht, dass ich... Welche Nummer soll ich wählen? Das geht. So. Dann rufen wir mal Andrew an. Gucken, was hier passiert. Alles überall ist das Licht aus oder so, aber das Telefon geht noch. Andrew, sind Sie da? Sie haben also noch nicht aufgegeben, Cora. Nein, und ich werde auch nicht aufgeben, aber ich schaffe das nicht allein. Der einfache Weg hat nicht funktioniert. Was kann ich noch tun? Es muss doch eine Möglichkeit geben, all das zu beenden. Hey, Yuna. Hilfst du mir weiter? Nein. Vielleicht gibt es die. Es gibt eine Tür im Bahnhofsgebäude.
die sie nach draußen führt. Eine Tür, durch die ihnen die Dunkelheit nicht folgen sollte, wenn sie durchgehen. Ach ja, und hat all das dann ein Ende? Womöglich. Doch sie zu finden wird nicht so einfach. Sie muss tief im Herzen des Gebäudes sein. Und der Weg dorthin wird von der Dunkelheit bewacht. Sie werden sich erstellen müssen. Und was soll ich dann tun? Wie kann ich sie aufhalten? Sie können sie nicht bekämpfen, sondern ich würde sie nur noch stärker. Sie müssen sich erstellen, ohne sie vernichten zu wollen. Und sie müssen Evie und das Kind befreien. Aber Evie ist doch ein... Also, Evie und Anthony dann? Was, Evie nicht auch ein Kind? Solange sie in den Fängen der Dunkelheit sind, werden sie die Tür hinaus nicht öffnen können. Sie sind noch am Leben, aber... Auf dem Dachboden befindet sich ein Brief. Er ist an Sie adressiert. Vielleicht ist er Ihnen eine Hilfe. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich selbst habe es nie geschafft, die Dunkelheit zu vertreiben. Ich war so schwach und ich habe zugelassen, dass sie die Kontrolle übernimmt. Ich hoffe, Sie finden einen Weg, Cora. Was ist mit Ihnen geschehen, wenn ich scheitern... Räusper. Was wird mit mir geschehen, wenn ich scheitern sollte, Andrew? Vermut mal, die Dunkelheit wird sie auffressen. Dann werden auch sie irgendwann verschwinden. Ja, gut. Oh, ein Anruf. Hallöchen. Ja? Heißt die Jackpot? Wer ist da? Du weißt, dass du versagen wirst. Diesen beiden zu helfen, wird dich schwach machen. Du brauchst sie nicht. Du bist hier sicher. Man wird dir wehtun, wenn du dein Gesicht zeigst. Du weißt, was zu tun ist. Die Stimme flüstern vorlesen sollen. Ach, Manu. Ich vermute mal, dass die Kerze hier... Hier kann ich mein Feuerzeug wieder... Ach so! Du hast das Feuerzeug wieder aufgefüllt. Ja, gut. Das war jetzt Zufall, aber nehme ich. Okay, was hat der gute Herr gesagt gehabt? Der Dachboden. Ich muss zum einen eine Tür finden, die mich nach draußen geleitet. So weit, so gut. Ist das richtig, dass die Musik hier noch, also dieser Sound hier noch ist? Jetzt nicht mehr. Okay. Wir schleichen kurz mal entlang. Aber hier konnte ich doch nicht weiterlaufen. Weil hier alles einsturzgefährdet ist. Was ist jetzt der Punkt, warum ich schleichen sollte? Ich check's nicht. Okay, egal, wir gehen einfach wieder raus. So. Lasst mich mal in Ruhe mit eurem Genau damit. Lasst mich damit mal in Ruhe. So. Wir haben was zu erledigen. Also, wir können abhauen. Das ist eine Möglichkeit. So, hier geht's jetzt wahrscheinlich weiter mit dem. Hä?
Aber hier kommt kein... Okay. Das erweckt noch mehr den Verdacht, dass das... Ah, das Wort Lügen wurde überall an die Wand geschrieben. Okay, lies. Okay. Ach man, dieses Foto. Das nervt mich. Ich will das haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Okay, egal. Wir sollen Richtung Dachboden, wurde uns gesagt. Kann ich die Leiter eigentlich mitnehmen? Eine Leiter, mit der geht es weiter. Ich möchte jetzt kurz mal eins machen. Wir speichern jetzt kurz. Dann gehe ich mal kurz nach oben und steck mal kurz den Rahmen meiner Möglichkeiten ab. Und wisst ihr was, Leute? Damit ihr das jetzt nicht hier wieder alles sehen müsst, kurz aufs...